Die Schnelligkeit ist einer der fünf physischen Leistungsfaktoren, die die Basis für jede sportliche Leistung bilden. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Wie wird Schnelligkeit definiert? Schnelligkeit ist die Fähigkeit des Nervmuskelsystems, motorische Aktionen in einem unter den gegebenen Bedingungen minimalen Zeitabschnitt zu vollziehen. Motorische Aktionen sind beispielsweise der Start beim 100-Meter-Lauf, der Lauf selbst, das Fangen eines Balles, der Absprung zum Korbleger und so weiter. Unter gegebenen Bedingungen versteht man das Wie, Wo und das Was, zum Beispiel das Startsignal, der Pfiff, die Reaktion des Gegners, der Untergrund der Bahn, Gegenwind und so weiter. Der minimale Zeitabschnitt bedeutet nichts anderes als so schnell wie möglich. Die Schnellkraft spielt nur eine untergeordnete Rolle, solange die Widerstände, die bei der Aktion überwunden werden müssen, gering bleiben. Steigt der Widerstand, steigt auch die Bedeutung der Schnellkraft in der Bewegung. Wir unterscheiden vier Schnelligkeitsfähigkeiten. Die Reaktionsschnelligkeit, die azyklische Aktionsschnelligkeit, die zyklische Aktionsschnelligkeit und die Schnelligkeitsausdauer. Die Reaktionsschnelligkeit ist die Fähigkeit, schnellstmöglich auf Signale oder Reize zu reagieren. Wie wird eine azyklische Bewegung definiert? Es ist eine einmalige Aktion, beispielsweise Kugelstoßen. Die steht im Gegensatz zu einer zyklischen Bewegung wie Laufen. Der Ablauf der Bewegung ist nicht umkehrbar. Und sie lässt sich in drei Phasen unterteilen. In eine Vorbereitungsphase, in eine Hauptphase oder Hauptfunktionsphase und in eine Endphase. Beispiel Anlauf, Absprung, Landung. Die azyklische Aktionsschnelligkeit ist nun die Fähigkeit, azyklische Bewegungen, also azyklische motorische Aktionen bei einer Belastungsdauer bis zu 7 Sekunden schnellstmöglich durchzuführen. Wie wird eine zyklische Bewegung definiert? Der Bewegungsablauf ist nicht einmalig und wiederholt sich mehrfach. Die Endphase des ersten Zyklus fällt mit der Vorbereitungsphase des folgenden zusammen. Hieraus ergibt sich im Gegensatz zur dreiteiligen azyklischen Bewegung eine zweiphasige Bewegung. Die zyklische Aktionsschnelligkeit ist nun die Fähigkeit, zyklische Bewegungen bei einer Belastungsdauer bis zu 7 Sekunden schnellstmöglich durchzuführen. Die Schnelligkeitsausdauer hängt mit der zyklischen Aktionsschnelligkeit zusammen. Sie bezeichnet die Fähigkeit, die maximale Geschwindigkeit einer zyklischen Bewegung bei einer Belastungsdauer von 7 Sekunden bis zu 2 Minuten möglichst lange aufrecht zu erhalten, also einen Geschwindigkeitsabfall zu vermeiden.